Hallo, ihr lieben Kreativen, und willkommen auf meinem Kanal Melly's Moments und willkommen zur dritten Karte Malen mit Kindern. Im ersten Teil wurde diese ganz einfach strukturierte Karte erstellt. Ich verlinke das Ganze unten nochmal in der Beschreibung, wer das sehen möchte. Ja, ich habe sie dann in vier Teile geteilt und jetzt werden diese Teile nochmal zu einer schönen Karte versehen. So, ihr müsst ganz tapfer sein. Nachdem die ersten zwei Karten ja eher verspielt waren, wird es heute modern. Richtig, richtig modern. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Aber, naja, lasst euch überraschen. So schlecht ist sie am Ende nicht geworden. Ja, damit es dann nicht zu langweilig wird, lasse ich das Ganze natürlich etwas schneller laufen. Ne? Wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und ja, ganz einfach heute. Hier werden nur Linien gezogen. Ganz schlicht. Erstmal ein paar dicke, später ein paar dünne. Einfach nur Linien. Lasst euch überraschen. Ich verwende auf dieser Karte drei verschiedene Stärken von Stiften. Einmal den Faber-Castell Pinselstift, den ihr gesehen habt. Dann habe ich hier einen Uniball Eye, nennt der sich, Feinliner. Und am Ende nochmal einen ganz dünnen Feinliner für die letzten Felder. Und durch diese unterschiedlichen Strichstärken wird das Ganze dann auch nochmal ein bisschen interessanter. Ja, das Ganze ist wieder nicht für ganz kleine Kinder geeignet. Die können den ersten Teil malen, das mit den bunten Kringeln, das kriegen die hin. Dieses hier wäre jetzt eher wieder Schulalter. Man könnte auch anstatt so ganz feiner Striche einfach schwarze Pünktchen reinmalen. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus, aber ich wollte es hier jetzt mal ein bisschen grafisch halten. Ja, dann versehe ich das Ganze noch mit einem schwarzen Rand sozusagen. Dann müsst ihr schön euer Lineal immer sauber machen. Ihr seht, da ist ganz schön Farbe dran, damit man sich das nicht richtig versaut. Ja, und am Ende wird es einfach wieder auf einen passenden Kartenrohling geklebt und fertig ist eine ganz super moderne, fixe Karte. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eine Karte gibt es ja noch aus dieser Serie. Bis dahin, macht es gut, eure Melanie. Und nette Kommentare sind immer gerne gehört. Gesehen, gelesen? Ja, tschüss dann.